Die SVP sagt, mit der Masseneinwanderungsinitiative würde man zurückkehren zur Migrationspolitik von vor der Personenfreizügigkeit. Aber das ist falsch. Vor der Personenfreizügigkeit hat man Kontingent, Höchstzahlen, für eine bestimmte Gruppe von Migranten. Das sind die, die kommen zum Arbeiten. Das ist nur etwa die Hälfte von allen Leuten, die kommen. Die anderen kommen zum Familiennachzug, zum Studieren, für Praktikas und so weiter. Was die SVP-Initiative will, ist all die verschiedenen Gruppen. Vom deutschen Rentner, der seine Lebensarbeit hier verbringen will, zum koreanischen Student, zur Serviertochter aus dem Vorarlberg, die jeden Tag über Grenzen kommt, bis hin zum Asylsuchenden aus Eritrea. Alle mit dem Instrument behandeln, das ursprünglich für Leute, die zum Arbeiten kommen, erfunden worden ist. Das System hat schon nicht funktioniert für die Leute, die zum Arbeiten kommen. Wir haben es zuerst probiert, Kontingent pro Betrieb, Kontingent pro Branche, Kontingent pro Region. Das sind alle zu systematischer Ineffizienz geführt. Und ausgerechnet das System wird man jetzt ausdehnen, aufblasen, auf all die verschiedenen Sachverhalte. Man wird die Planwirtschaft so weit treiben, dass am Schluss alles unklar wäre. Man kann darum sagen, Masseneinwanderungsinitiative würde die Fehler von der Vergangenheit nicht wiederholen, sie würde sie multiplizieren.